Hi und willkommen, mein Name ist Dani Rollpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Ja, wir sind im Abenteuermodus und ich habe mal zu Schuld gewechselt, weil ich glaube, den haben wir noch gar nicht gespielt, ne? Ja, das ist, glaube ich, mehr so ein Part für die Ladies, weil ich den Badeanzug oder Unterhosen, Skin, was auch immer das ist, hier ausgewählt habe. Also ist eine Folge für die Ladies oder für die Männer, falls ihr auf sowas steht. So, waren wir hier drin schon? Nö. Oh, geil. Kritter. Okay. King K. Rool. Ich eigentlich Donkey Kong spielen, aber egal. Ha, nackt. Au. Ha, ich habe dich geschlagen. Und das nackt. Ah. Okay, ist gut. Okay, da wäre mal eine gute Gelegenheit zu sagen, dass ich keine Ahnung habe, wie man Schuld spielt. Zerschmettern. Ich komme irgendwie gar nicht dazu, den was zu machen. Kann ich mal irgendwo den seine, ja. Ich muss mal gucken, was den seine Monado-Techniken alle können. Springen, Sprung hoch, Abwehr runter. Okay, Impuls, Tempo hoch, Angriff. Okay, also Schild wäre gut, Abwehr und Gewicht, Schmetterschlag, sehr Schmettern, Katapultierstärke, Angriff, Angriff, Abwehr. Okay, so gut, keine Ahnung, ich werde sowieso nicht mit denen klarkommen. Scheint irgendwie nur eine bestimmte Weile zu halten. Tschüss. Keine Ahnung. Ich glaube, muss man sich erst dran gewöhnen. Ja, gut, das Beste wäre natürlich erstmal die Angriffe und so auswendig zu kennen. Ja, das ist eine sehr große Anspielung an Donkey Kong Country. Oh Gott. Der Boden lässt Kämpfer einschlafen. Dagegen habe ich... Nein! Ich wollte ändern. Ja, das werde ich nicht schaffen. Okay, ich werde jetzt hier keine Zeit verschwenden. So. Deswegen habe ich mir die ganzen Dinger hier. Ich werde nicht noch mal das gleiche passieren lassen wie in ein Dojo hier. So, bam. Wann die Schlafboden Dinger hergestellt, schon vor langer Zeit. Ist auch voll klein. Da geht mir wahrscheinlich trotzdem noch auf Fresse. Pass auf. Ja. Sieht fast so aus. Oh, oh. Konter. Konter. Ich sehe dich. Weg. Na, lass mich noch ein bisschen überleben, dann. Nein, falsche Richtung. Ich hab doch dich. Boah. Muschelt da. Nee. Also mal das Schwert wegpacken. So, Schild. Immer noch das verkackte Schwert, ey. Jetzt hat er es weggeworfen. Kannst du was nicht einsetzen? Boah, er kann mir immer noch am Laufen, ey.
Da ein nerviger Kampf. Ich weiß, hat er auch noch seine Dings. Was ist das? Okay. Muss ich riskieren, hier. Schmetter. Hau den weg. Sehr gut. Boah, das war so, retarded gerade. Mann. Na, ja, wir haben es geschafft. Ist das irgendwie ein Dingens? Dojo oder irgendwie sowas? Nee. Verdammt. So, dann ist nur ein Level 1 Ding. Das macht irgendwie keinen Sinn. Gut. Singer. Ich hasse so Kacke. Den ganzen Tag nur rumzappeln. Boah, irgendwie, wenn ich das so schnell mache, nimmt er nicht an. Da komme ich irgendwie nicht klar. Ey. Ich muss den Controller noch oben halten, wenn ich das Ding wechsle. Und es nimmt er halt nicht an. Muss ganz präzise sein. Ich habe das Gefühl, dass irgendwie nur eine Abkürzung zu irgendwo, ne? In Gott steht hier, weil es ein Schwertfisch ist. Schnelles Wasser versinken für dich. Alter, den sein Schild war beinahe ein Schlag weg. Boah, das ist nicht gut. Wenn ich ein Schulk-Main wäre, mich würde das aufregen. Boom. Hasse Gegner, die nur Sachen spammen. Tschüss. Und ja, ich habe keinen Geist irgendwie, der irgendwie mich vor Elektroböden schützt. Also ich kann das Dojo immer noch nicht betreten. Mich ein bisschen nervt, was hier. Funk. Oh, da ist ein Dingen. Der Gegner jagt nach Items, damit kann ich leben. Oh Gott. Ja. Ich habe so ein Gefühl, Schild wäre ja nicht schlecht. Oh, was? So. Ja, wo gelacht, wenn wir hatten schaffen. Funky Kong nicht irgendwie in Shop oder so. Finger weg. Darfst du nicht. Boah, Junge. Oh. Ja, ich habe schon gewartet, bis das passiert. Nein, ich wollte. Boah. Finger weg. Mein, diese Pisser, ey. Wenn die mal die Finger weg von diesen Dingern lassen, ey. Mein Gott, wie gierig die sind.
Und wie die mich auch immer damit treffen, ey. Die haben mich die ganze Zeit getroffen damit. Oh nein. Ich kann eigentlich kontern. Ich kann halt kontern. Sagt mir doch mal einer. Macht's doch viel einfacher. Boah. War eigentlich vorhin gut. Der Captain Falcon ist irgendwie voll früh rausgeflogen. Was ist das? Boah, ehrlich, sobald ich mich dahin bewege. Mann! Oh, du Pisser! Was ist das? Boah, ey, warum fliege ich denn jetzt so schnell dadurch raus? Gibt's da jetzt nicht, ey. Alter. Boah. Boom, Fristat. Was? Ich hatte doch erst nur... Boah. Ah. Ach, das ist langsam wieder auf. Okay. Ja, scheiß auf die Lampenformen, ey. Boah. Wir müssen jetzt nur die Items jetzt fangen. Ach, ich hab das Teil. Start. So. Was ist das? Mein Gott, ey. Wie sagt mir, wir müssen Shop. Manche Sachen haben sie auch richtig nervig gemacht, ey. Du kannst nur den aktivierten Funkekung besuchen. Das ist ein Süßigkeiten-Shop, sehe ich gerade. Ist ein Shop. Line away. Ja. Ich habe so das Gefühl, einige Dinger kriegt man nur hier, ne? Also in diesen Shops, oder? Panzer und Infanterie, das von Advanced Wars, ne? Das ist irgendwie Advanced Wars ist, glaube ich, Fire Emblem, nur halt mit, weiß nicht, realitätsgetreuen Sachen halt. Irgendwo wollte ich machen hier, Wissensbaum. Ich glaube, ich habe 100, ne? Ja. Was wollte ich mir noch mal holen? Das ist jetzt die Frage. Ne, nicht das. Ja, das hier, ne? Eigene Smash-Angriff, verkürzt Smash-Aufladezeit. Boom. Gut. Dass es keine Abwehrfähigkeiten gibt irgendwie, ne? Ja, das ist gut. Also, es gibt ja nur irgendwie so Sachen, die meine Angriffskraft erhöhen, habe ich so das Gefühl. Okay. Nein. Oh.
Mein Gott. Was ist das? War schon wieder so ein richtig nerviger Kampf, ey. Weil irgendwie man nur am Springen hat, irgendwie gar nicht versucht mich anzugreifen, ey. Wo liebe ich ja. Boah, Bananen. Oh, Helfer. Helfer. Kämpfer. Diddy Kong. Ja, den werde ich auf jeden Fall nicht spielen. Diddy Kong ist so einer der Charaktere, mit denen komme ich gar nicht klar, ey. Also überhaupt nicht klar. Ja, voll den Kack angriffen, meiner Meinung nach. Musik. Nehmen wir nicht so danach. Was hat? Um, der war gut. Sehr gut. Das Monado ist irgendwie, ist er eigentlich ein Lichtschwert, wenn die Zukunft sehen kann, ne? So wie ich das mitbekommen habe. Schuldkissen Jedi confirmed. Okay. Jetzt habe ich auch erst die Musik. Ey. Ja, der hat schon wieder neue Sachen. Cool. Ein Auto. Turboflitzer von Mario Kart. Habe ich übrigens auch gerade noch gespielt. Ja, ich spiele Mario Kart. Aber kann ich da irgendwo nach oben hin oder so? Ist da was Verstecktes? Nee, okay. Dann werde ich aber wahrscheinlich nichts irgendwie so hochladen. Muss auch noch ein paar Sachen privat spielen, ne? So, habe ich damit irgendwas gemacht, dass ich das erledigt habe? Anscheinend nicht. Wer ist er denn noch? Ich wollte mal jetzt, wo wir uns schon so an Level 3 Kämpfern gewöhnt haben, mal zu einigen anderen Orten gehen, in denen wir schon lange nicht mehr waren. Ich glaube, da war irgendwo so eine Stadt oder so, wo ganz viele Level 3 Gegner waren. Ja, da sollten wir mal versuchen. Oder was ist hier denn? Hallo. Schon wird ja wohl zu schaffen sein, das ist ein Gebiet, aber noch gar nicht aufgedeckt haben. Hallo, Willi, ist ja nicht irgendwie der finale Boss von Super Mario Bros. 2. Oh, jetzt sehe ich erst, dass da ein Schlafboden ist. Super, das ist so schlimm, wie nur ein verdammter Schlafboden einen schon so behindern kann, ne? Dreck. Damit. Nein. Lauf bitte mal aus, ob er nett. Oh, gut. Boah, der hat mich voll in den Bauch geschlitzt. Cool. So, neues Gebiet, komm. Suisun. Suisun. Wie immer man den Namen sagt. Aha. Oh ne, ich sehe schon wieder. Besiegen Hauptgegner. Okay. Komm, Mi Boxer Team. Ich glaube mal, wir werden immer voll geheilt. Diese Heilungsfähigkeit ist gar nicht mal schlecht, ey. Finde ich sehr gut.
Ja, da wollte ich gar nicht. Mach ich hier. Oh, meine Smash-Angriffe, die machen schon Schaden, ne? Also wie ich da meiste noch aus meiner Heilfähigkeit rausholen kann. Schild. Da muss ich nicht nur Nest besiegen, um zu gewinnen. Konter, 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 verdammt nochmal. Boah. Oh, Impuls habe ich sogar noch gewechselt. Toll, da ist nicht der Gegner, den ich erledigen wollte. Den werde ich auch gar nicht erledigt kriegen, glaube ich. Doch. Sehr gut. Ja, ich prediktet, habt ihr das gesehen? Oh, jetzt du. Puh, sehr gut. Das ist noch nicht vorbei. Weil die Dinger, die sind ja wohl. Mein Gott, die haben auch eine Dingensleiste. Schild. Au. Da ist voll von Ike abgeguckt. Ich wurde mitten in der Ultimate Hike mal geheilt. Was für eine Idee. Kann eigentlich mit Schulk voll viel rausholen. Diesen oben. Mit diesen Schild, mit dieser Schildfähigkeit. Weil ich erhöhe meine Abwehr, bekomme weniger Schaden. Währenddessen heile ich mich mit meinem Geist. Ja, kann man schon was rausholen. Gut. Da wartet noch ein Kämpfer. Kirby, Meta Knight. Das ist wie Dreamland. Ness. Ja, okay, Dings könnte halt auch sein, ja. Oh, war schon immer dieses Kreuz, dieses Smash Bros. Logo. Ich gegen Kämpfer gekämpft habe. Ich habe dich gerade erledigt. Was willst du eigentlich? Pissei. Alter, hast du auf damit? Ich kann mich auch gar nicht daraus befreien. Ich drücke die ganze Zeit Konter oder will mich wegbewegen. Hi, so voll abgewartet und zugeschlagen und weggesagt. Das sehr gut läuft, war schon gut. Läuft es mit Schulk in diesem Part? Hätte ich jetzt nicht gedacht, sollte eigentlich nur ein Fanservice-Part sein. So, und da sehe ich wieder was Schönes. Dünntos. Der Gegner jagt nach Items. Was für Items? Das hat der Typ, der irgendwie die dreiligen Schätze gemacht hat, den Kid Icarus. Ich glaube ja. Oh, ich habe da Items gesehen. Oh, Bob Bombs, ehrlich. Was ist das? Au! Wie hast du bitte schon keinen Schaden dadurch bekommen? Okay. Ah, der hat sogar noch. Boah. Warum knallen die ganzen Dinger überall dagegen? Oh, hi, komm. Komm zu Papa. Schulk mitten Hammer, Schulk mitten Hammer, Schulk mitten Hammer. Kannst du wieder zurück haben. Ah.
Dreck. dieser Pisser. Na, warte, ey. Mein Gott. So, hier frisst halt. Ah, boom. Das kommt noch mal. Ich verarschen? Ja. Nein. Wo das herkommt, gibt es noch mehr. So, tschüss. Aber überraschend wenig gesehen, den Hammer. Fällt mir gerade auf. So, was gibt's denn hier? Gibt's da einen Shop oder gibt's da Zeugs? Dünthorst kannst du jetzt besuchen, Kollege. Dojo. Hohaha, ich grüße dich und so. Angriff Items, Heilkraft. Heilkraft. Ja, ich kümmere mich gar nicht mehr um diese Dinger. Hauptsache, ich hab's auch freigeschaltet. So, was ist hier? Okay. Da war schon, ja. Okay. Deswegen nur so 3-4 Sachen ich machen kann. So, ein Gegner, komm. Da finde ich gut, wenn ich irgendwo ein neues... Nein, da wollte ich nicht hin. Glaube ich denn jetzt wieder nach rechts, nach links? Haben wir hier. So, da unten ist ein Schatz, den möchte ich gerne haben. King Epo. Riesenverwandlung für Gegner. So, das machen wir jetzt mal ganz einfach. Ich will meinen Kämpfer wechseln. Ich möchte nur Fernkampf angefahren. Dingens, hier ist schon. Samus. Ja, ne. Müsste eigentlich gut sein. Den haben wir ja schon mal versucht und haben wir auf die Fresse gekriegt, weil weiß ich nicht. Jetzt irgendwie nur im Boxhandschuh angefallen, ne? Hätte ich eigentlich auch die ganze Zeit Konter einsetzen können. So, ich baller den einfach jetzt vom Weiten hier die ganze Zeit ab. Geht ein paar Minen. So. Boom. Hier ist eine Mine. So, wir machen da ganz geschickt und ich kann mich ja hochheilen. Das ist ja geil. Ja. So einfach geht das. So, lass mich bitte nicht hier. So läuft ein Boxkämpfer ab. Au. Boah, andere Richtung, Mann. Frau, meine ich. Fräulein. Aber. Was ist das? Er hat gleich sein Dings voll, aber wird er nicht mehr viel bringen. Sehr gut. Genau so muss das. Kingapo verstärkt die Schildhaltbarkeit. Dann packt er sich ein Gullideckel auf den Bauch. So wie ein Punch-Out, ja. Wo ich will das Spiel irgendwann mal spielen. Also super Punch-Out für die Wii. Sieht richtig lustig aus, das Spiel. So, lernen wir ihn kommen. Undertow. Ich höre gar nichts auf dem Fernseher. Ich kann ihn nicht so laut machen. So, 36, davon werde ich da irgendwas kaufen können, oder? Was will ich denn aufbauen? Er Schwert katapultiert werden während des Sprinters. Nee.
Schwert katapultiert werden in der Luft, weniger empfangener Schaden durch Nahkampfwaffen wie. Wandlungsdauer, Smash-Bewahrer. Perfekter Reflektor, Smash-Schutz. Ich hätte gern so richtig irgendwas, weiß ich nicht. Tut irgendwie Verteidigung erhöhen, plus 100 oder irgendwie sowas. So. Waffenresistenz, das sieht doch noch was gut aus. Gut, dann machen wir das. Wird doch nicht so viel, so lange dauern, habe ich so ein Gefühl. So. Mal zurückgehen, ob ich irgendwas meilensteinmäßig bekommen habe. 500 Einträge im Geisterkatalog verzeichnet. Das ist doch was. Dann würde ich sagen, das war's für diesen Part. In der nächsten Folge machen wir weiter mit klassischem Modus. Und ja. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage ciao, ciao, bis zur nächsten Folge.